willkommen. Komm rein. Oh, hallo, Hi. Da bin ich bei Benjamin in der Wohnung. Thanks for having us. Erstmal vielen Dank, dass wir heute überhaupt bei dir sein dürfen. You're welcome. Bitte schön. Das ist eine richtig schöne Wohnung. Schaut euch mal ein bisschen um. Alles so schön hell gehalten und ein Wahnsinnsteppich. Der ist ja echt klasse. Wo hast du den her? Well, I got it. Der ist von einem französischen Designer. Der den gemacht hat, der ist eigentlich Maler. Und ich glaube, die haben den Teppich nach einem Bild nachgemacht. Das ist eine seiner Werke und macht alles Mögliche. Tassen, Messer, Gabel. Und das Erste, was einem auffällt, wenn man hier reinkommt, sind die ganzen Gold- und Platin-Alben hinter mir an der Wand. Schaut euch die mal an. Hammer, ne? Das habe ich euch gegeben, weißt du noch? Ja, das stimmt. Das war, ich glaube, 1996 auf der Bühne im Sommer. Im Juni. Okay, im Juni. Und ich fühle mich natürlich sehr geehrt, dass das Teil hier hinter uns an der Wand hängt. Und welche von diesen ganzen Scheiben gehört dir denn am meisten? Which one means most to you? Ich würde sagen, glaube ich, die hier. Auf jeden Fall diese. Das war die allererste, die wir bekommen haben. Guck mal, wie anders ihr da noch ausseht. You look so young on this. Ja, das stimmt. Das ist schon ziemlich lange her. Das Musikgeschäft lässt einen ziemlich schnell altern. Aber du siehst noch gut aus. You still look quite young. Oh, thank you. Oh, vielen Dank. Und dieses Sofa, ne? Schaut mal hier, schön gelb, ne, mit Sonnenblumenkissen. Erinnert mich natürlich sehr an unser Interaktivsofa. Schön bequem. Ich fühle mich also ganz wie zu Hause. Du zeigst uns gleich noch ein bisschen was von deiner Wohnung, ne? Sorry? You're gonna show us a little bit about... Ja, auf jeden Fall. Ich zeige euch mein Apartment und ich zeige euch, was ich wann, warum und wie gemacht habe. Ja, weil der Benjamin hat nämlich sehr viele Sachen in seiner Wohnung auch selbst gestaltet. Zum Beispiel einen Tisch selber gemacht und verschiedene andere Dinge. Das zeige ich euch gleich alles noch. Ihr bleibt dran. Du darfst den Clip wünschen. Das gehört nämlich auch zum Programm. Ja, ich würde ganz gerne den Clip sehen von Will Smith, Just Cruisin'. Okay, bis gleich. Will Smith, Just Cruisin', das hat sich Ben gewünscht. Warum eigentlich ausgerechnet Will Smith? Ist das einer deiner Lieblingsschauspieler? Tja, Will Smith ist ein ziemlich guter Schauspieler, ist sehr lustig, bringt mich zum Lachen. Mein Lieblingsschauspieler war eigentlich Eddie Murphy, aber heutzutage sieht man mehr so Will Smith im Fernsehen. Und ist sehr lustig, besonders in Independence Day, als er dem Alien eine verpasst. Sagt er, was riecht denn hier so? Und er tritt den Alien. Eine der wenigen lustigen Szenen. Ich muss ja sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von Independence Day. I was a little bit disappointed. But anyway, that's not what we came here for. Aber er war lustig. Sehr lustig, Will Smith. Aber du wolltest uns ja ein bisschen deine Wohnung zeigen. Sollen wir mal ein bisschen rumgucken? Sure. Auf jeden Fall. Come on. Guck uns mal ein bisschen Bens Wohnung an. Mir ist da vorhin schon ein Bild ins Auge gestochen. Das hat... Hier zum Beispiel. Das ist von deiner Großmutter, ne? Ja, genau, das hat meine Großmutter gemacht. Und deshalb zeige ich es zuerst, weil ich sehr stolz darauf bin. Sie ist mittlerweile leider blind geworden, deshalb kann sie nicht mehr malen. Das ist eines ihrer letzten Bilder. 1992 hat sie das gemacht. Ich glaube, sie ist ungefähr jetzt 87. Schon ziemlich alt, aber sehr schönes Bild. Sonnenblumen sind ja auch, glaube ich, deine Lieblingsblumen. Ja, auf jeden Fall. Wie man auch hier in meiner Wohnung sehen kann. Es sieht so aus, als wäre man in einer ganz großen Sonnenblume drin, mit ganz vielen kleinen Bienen drin. Spielt das auch so ein bisschen deine Persönlichkeit wieder? Es ist ja alles sehr hell hier, sehr sonnig in deiner Wohnung. Bist du ein sonniger Typ? Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich ein sonniger Mensch bin. Hat was mit meiner Persönlichkeit auf jeden Fall zu tun. Mir gefällt es sehr gut, wenn ich etwas Energie um mich herum habe. Und das kann man mit Farben erzeugen. Wenn man aufwacht, sieht diese ganzen Farben hier überall. Oder man wird richtig schlecht. Ja, du hast alles in deiner Wohnung selber gemacht. Ich habe hier in einer sehr bekannten deutschen Jugendzeitschrift gelesen, dass Benjamin seine Möbel oder beziehungsweise Teile für seine Möbel vom Sperrmüll hat. Benjamin, stimmt das wirklich? Das ist natürlich nicht so, dass alles vom Sperrmüll wäre. Sperrmüll. Aber ich habe bestimmte Sachen gefunden, um bestimmte Möbel daraus zu machen. Zum Beispiel hier dieser Tisch. Das ist eigentlich eine Tür. Das habe ich hier gekauft. Das ist so Zeug, das man auf Tische drauf machen kann. Und das ist hier eine alte Regenrinne. Und das ist selbst gebaut. Das ist sehr schwierig, das selber zu bauen. Aber die Stühle hast du nicht selber gemacht? Nein, auf keinen Fall. Die habe ich natürlich gekauft.
Und das Holz hier, das habe ich auch gefunden. Und ich habe es angestrichen, habe den Schrank draus gemacht und in meine Klamotten rein. Hey, der Mann ist ja richtig kreativ. Am besten solltest du mal bei mir zu Hause vorbeikommen und vielleicht auch mal ein paar Veränderungen an meiner Wohnung vornehmen. Ich kenne auch bestimmt noch ein paar Leute, die dafür Geld bezahlen würden. Würdest du das machen? Ja, auf jeden Fall. Ja, sure. Ja, sicher. Wenn ich Zeit habe, mache ich das auf jeden Fall. Klar. Warum nicht? Dann sieht meine Wohnung bestimmt hinterher auch so aus wie deine. Alles in Gelb. Und die Lampe hier, was ist damit? Hast du die auch selber gemacht? Die sieht sehr selbstgebastelt aus, aber schön. Ja, die habe ich selber gemacht. Das ist ziemlich einfach, das Design. Ich habe das gesehen, ich habe es nicht selber erfunden. Aber als ich nicht genug Geld hatte, also bevor ich in die Band einstieg, habe ich sehr viele Sachen selber gemacht. Und ich habe sehr viel Zeit damit verbracht. Aber heute habe ich natürlich die Zeit nicht mehr. Aber das ist eine der Sachen, die ich gemacht habe. Und jetzt willst du dich von dem Teil natürlich auch nicht mehr trennen. Jetzt, wo du Geld hast, bleibt die Lampe natürlich trotzdem hier hängen. Aber ich glaube, es ist mal wieder Zeit für ein neues Video. Benjamin, was wünschst du dir jetzt? Am liebsten Spice Up Your Life von den Spice Girls. Und warum ausgerechnet die Spice Girls? Sie haben ziemlich viel Charakter. Jeder sagt, die bringen es nicht mehr, aber ich finde die immer noch gut. Die sind immer ziemlich gut. Welche Spice Girl magst du am liebsten? Ich mag sie alle. Sie sind alle sehr verschieden. Ja, aber wenn du jetzt eins aussuchen müsstest, die du zum Dinner ausführen müsstest, ja? Wenn dir einer 500 Mark geben würde, sagt, nimm eine von den Spice Girls, mach dir mit dir einen schönen Abend. Welche würdest du dann nehmen? Tja, wenn sie was machen wie wir, dann haben sie nicht viel Zeit. Dann habe ich Glück, wenn ich mit irgendeiner ausgehen kann. Okay, Benjamin kann sich nicht entscheiden, welche Spice Girl er am besten findet. Deswegen kriegt er jetzt alle zu sehen. Hier sind sie, die Spice Girls mit Spice Up Your Life. Spice Up Your Life. Dann bin ich wieder, die Alex, für Interaktiv in Amsterdam bei Benjamin von Port in the Act in der Wohnung. Und da hat er einen leckeren, hoffentlich leckeren Kaffee. Ja, eine Sonnenblumentasse. Guck mal hier, habe ich von einem meiner Fans bekommen. Aha, Sonnenblumen sind ja Benjamins Lieblingsblumen. Muss mal probieren, ob der auch gut schmeckt. Cheers. Cheers. Prost. Nicht schlecht, der Kaffee. Kochst du gerne? Kannst du kochen? Ja, ich kann ein paar Sachen kochen. Das habe ich von Eloy und Lee gelernt. Aber ich bin kein richtiger Koch. Ich esse sehr viel auswärts. Ich koche nicht viel. Was kochst du, wenn du kochst? Wir haben ein Rezept, das heißt Drachenhühnchen. Und das kennen die Fans bestimmt. Was ist das? Drachen? Das hat zu tun, das kann man machen mit Pasta oder mit Reis. Und das ist Hühnchen mit Senf. Und was ist da noch drin? Rom, das ist Sahne. Ich weiß nicht, ich muss Lee fragen, der weiß das alles. Ich habe es irgendwo aufgeschrieben, aber ich weiß es nicht, ich bin kein Koch. Das hört sich ja ganz gut an, wenn man es richtig kochen kann. Vielleicht sollte ich das mal meiner Mutter sagen, die kann nämlich ziemlich gut kochen. Dragon Chicken, muss ich mir merken. Ja, Benjamin, wir sind ja eigentlich nach Amsterdam gekommen, damit ihr von Courtney Act uns eure Lieblingsläden oder Shopping-Smile in Amsterdam zeigt. Du hast dich aber dazu entschlossen, uns deine Wohnung zu zeigen, uns hier zu empfangen. Ist das so dein Lieblingsort, wo du dich ausruhen kannst, wenn du nicht arbeiten musst? Okay, English. Jetzt nochmal auf Englisch, bitte. I thought you spoke German. Ich dachte, er kann gut Deutsch. Ja, ich spreche ein wenig Deutsch, aber wenn es so viel ist im Interview, dann weiß ich nicht so genau. Vielleicht irgendwann noch. No, I was saying, you chose to show us your apartment in Holland. Is this like your favorite place where you can relax when you're not working? Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr gerne zu Hause. Ich sitze gerne zu Hause, wenn wir ein paar Tage frei haben. Dann sitze ich hier und ich gucke einfach nur Fernsehen, entspanne mich und wickel mich schön in einer Decke ein, auf der Couch. Und das gefällt mir sehr gut. Du hast auch nicht viele Leute um dich rum oder so? There's not a lot of people around you all the time? Natürlich sind da sehr viele Fans vor der Tür. Aber ich bin meistens oben. Und wenn ich dann hier bin, zu Hause und will mich entspannen, dann bin ich sehr gerne alleine. Manchmal sehe ich noch nicht mal meine Mütter oder meine Mutter. Wie viele Mütter hat er? Oder meine Schwester oder so. Ich wollte einfach meinen Frieden haben, meine Ruhe haben. Also ein bisschen auch der Alleingänger. Heißt das so? Alleingänger? A lonely wolf, maybe. Einzelgänger, genau. Einzelgänger. Ich kann das schneller, kein Deutsch mehr, Hilfe. Also das bist du, so Einzelgänger. Ja, definitely. Ja, auf jeden Fall. Naja, ist ja so bin ich nun mal. Ist ja auch okay, warum nicht? Hast du eigentlich schon mal über die Zeit nach Court in the Act nachgedacht? Ich meine, du kannst das ja nicht ewig machen. Irgendwann wirst auch du 50 und dann ist Schluss mit lustig. Du hast viel designt in deiner Wohnung, also haben wir ja eben gesehen, Tische und Lampen und weiß der Geier was. Willst du in der Richtung mal irgendwas machen?
Ich glaube, wenn ich irgendwas mal in der Zukunft machen würde, muss es auf jeden Fall was mit dem Showbusiness zu tun haben, weil ich sehr gerne da arbeite. Und wenn das nicht klappen würde, dann habe ich wahrscheinlich immer noch ein Standbein. Das wäre wahrscheinlich Design. Das gefällt mir nämlich sehr gut. Aber das ist, wenn Leute ein Talent haben, üben sie es meistens als Hobby aus. Und das ist irgendwie nicht immer so schön, wenn man sein Hobby als Job hat. Dann hat man nämlich gar kein richtiges Hobby mehr, wenn man Freizeit hat. Ja, okay, aber ich meine, wenn man damit Geld machen kann, wenn man jetzt in den Kommerz geht, ich könnte mir zum Beispiel die Lampenserie Benjamin schon sehr gut vorstellen oder die Tischserie Benjamin, warum eigentlich nicht? Oder guck dir unseren Kollegen Mola an, der hat seine eigene Unterwäschekollektion rausgebracht. Wie wär's denn? Ja, richtig, hat mir auch ein paar Unterhosen gegeben, ja. Mola natürlich verteilt. Sehr schön. Mola, gib mir auch mal welche, ja? Ein paar Unterhosen oder so, kann ich gut gebrauchen. Wäre das nichts für dich, so Klamotten-Design? Ja, auf jeden Fall könnte ich mir in der Zukunft sowas vorstellen. Auf jeden Fall, irgendwas zu designen. Ich habe zum Beispiel das hier gemacht. Ich habe viele Klamottenentwürfe gemacht. Hier, das ist unser neues Outfit. Genau. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt gut erkennen zu Hause. Das ist das neue Outfit. Ja, das ist so eine, sag ich mal, farbige Grobzeichnung. Das zeige ich den Leuten, die es machen. Hier kann man sehen auf dem Shirt vorne, hinten. Also steht vorne Sita drauf und hinten Sita. Ja, nein. Das wird nur vorne draufstehen. Wir sind noch nicht ganz sicher, wie wir das machen werden. Es wird wahrscheinlich auf den Schultern so ein bisschen Silber sein. Oder am Reißverschluss am Rücken, wie bei den Surfern. Wenn man das hört, da fragt man sich doch immer, woher nimmst du eigentlich die Ideen? Also ich glaube, ich würde da bekloppt werden. Ich bin nicht so ein kreativer Mensch, aber woher nimmst du so die Idee, sowas zu machen, jetzt so eine Art Surfanzug? Na, ich glaube, man ist da immer so dazu gezwungen, wenn man nämlich rausgeht in Läden und will sich irgendwas kaufen, will was wirklich haben, dann findet man es normalerweise nie. Und das Einzige, was man da machen kann, ist, man muss es selber machen. Oder was wir auch machen, wir nehmen Klamotten, die wir schon haben und ändern die ein bisschen. Wir nehmen das Bein ab, machen breiteres Bein dran oder machen irgendwas aus irgendwas, was wir schon haben. Weißt du, was ich meine? Man muss sehr kreativ sein, um was zu machen. Ich war ja auf der Tour und habe euch da auf der Bühne gesehen. Fand ich auch gut, die Outfits, die ihr hattet. Das ist sehr kreativ, immer mal was anderes und nicht immer das Gleiche. Das finde ich auch sehr wichtig. Aber das ist ja nicht alles. Schaut mal, was wir hier um uns rumgeworfen haben. Die ganzen Cover von Benjamin und natürlich auch von Courtney Act. Das sind sehr viele Einzelfotos. Sammelst du eigentlich alles so? You collect everything, bitte? Like when you're on a cover or something? Ja, auf jeden Fall. Das ist immer schön, wenn man das hat, wenn ich das meinen Kindern mal zeigen kann. Und meine Mutter möchte auch immer ein paar Exemplare haben, immer nur 3 Stück von jeder Zeitung. Wenn ich mal ein Star war, dann die Kids das auch mal sehen können. Oder vielleicht immer noch ein Star ist, wer weiß. Hier, das ist, glaube ich, aus Singapur, hast du vorhin gesagt. Ja, das war Singapur. Ja, das stimmt. Nicht schlecht. Und hier, schaut mal, das ist aus... Ich glaube, das ist aus China. Ich kann die Schrift nicht so ganz auseinanderhalten. Da bräuchten wir jetzt Ming Kai, damit sie uns weiterhilft. Vietnamesisch vielleicht, nein, aus China. Und ich glaube, die klappen das von hinten nach vorne auf, ne? Yes, that's right. Ja, das stimmt. Irgendwie. Man fängt hinten kannst an. Kannst du das denn auch, weißt du, was da steht? Also ich meine, hier steht es ja Englisch drüber, aber hier nicht. Weißt du, was das heißt? In einigen Ländern im Fernen Osten ist es so, spricht man sehr viel Chinesisch in vielen Ländern. Man hat verschiedene Dialekte, verschiedene Arten von Chinesisch. Und in einigen Ländern hat man beides, Englisch und Chinesisch. Guck mal, die Tolle von Benjamin. Du hast auf fast jedem hier, your Elvis haircut, your hairdo. Du hast ja auf sehr vielen Covern auch verschiedene Frisuren. Hier so ganz lange Haare und hier noch so voll der kleine junge Look irgendwie so ein bisschen. Und hier schon wieder der neue Look, die ganzen Frisuren. Wie erfindest du dich selber immer wieder neu? How do you create the look for yourself all the time? Tja, wenn wir einfach ganz normale Fotosessions machen, dann ziehen wir einfach alles an, was wir haben. Wenn wir irgendwas Besonderes machen, für eine Show, fürs Fernsehen oder sowas, machen wir irgendwie, erfinden wir was. Wir haben einiges gesehen von Benjamins Wohnung und er hat auch sehr viel über sich gesprochen. Wir sehen dich nachher wieder. Vielen Dank erstmal. Und jetzt fahren wir zu Bastian nach Hause und für euch gibt es einen Clip. Bleibt dran, hier sind Mellowback mit Illusions.